Hallo Lois, bitte denk jetzt nicht, dass das hier ein LP Bejeweled Dry wird. Nee, da würdet ihr nämlich falsch liegen. Ich benutze es jetzt nur als Hintergrund, weil mich das immer entspannt. Ich möchte hier mal etwas, ja, ein bisschen was Ernsteres ansprechen. Und zwar möchte ich mich einmal für, ja, wie soll ich sagen, ein paar Personen bedanken. Und zwar speziell dafür, einfach nur dafür, dass sie da sind, dass es sie gibt, dass ich mit ihnen befreundet sein darf. Mit viel Freude und Frust und so weiter. Ja, hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Es ist also, wie gesagt, nur so ein kleines Gelabere-Video und Leute, die mich nicht persönlich kennen oder mich nicht gut kennen, mit denen ich nie wirklich schreibe oder so, die werden hier ist wahrscheinlich auch nicht erwähnt. Ich möchte so eben jetzt mal kurz ein paar Namen nennen, warum ich denen denn so dankbar bin. Und keine Sorge, ich werde nur Vornamen bzw. Spitznamen bzw. Online-Namen sagen. Ja, ich möchte einfach mal anfangen mit einem Online-Kumpel, den ich vor langer, 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 langer Zeit kennengelernt habe. Er ist ebenfalls YouTuber, Let's Player, sogar nicht gerade unberühmt. Sein Name ist LP Aki, so findet ihr ihn auf YouTube. Ja, ich möchte hier kurz anmerken, dass ich inzwischen keinen Kontakt mehr mit ihm habe, weil es da ein paar persönliche Schwierigkeiten gibt, von denen ich bis heute immer noch keine Begründung von ihm bekommen habe. Aber jetzt gehe ich hier schon wieder zu sehr ins Persönliche. Aber das wollte ich nur mal anmerken, denn das ist was mich, ja, wenn ich es mal so sagen kann, ich wurde damals, ja, verletzt, wie ich es noch nie wurde, als plötzlich dieser Kontakt abgebrochen wurde. Aber da jetzt schon wieder zu viel Gelabere, was hier nicht reingehört. Warum genau ich mich für ihn, also dafür bedanken, dass er da ist, beziehungsweise da war, ist einfach, er war wirklich jemand, dem ich alles anvertraut habe. Es gab eigentlich nicht sehr viel, was er nicht über mich wusste. Und er selbst hat nicht allzu viel von sich erzählt, da er sowieso nicht gern über sich redet, sondern eher über andere, also etwas über andere erfährt. So. Wir hatten damals, ja, ziemlich viel. Also, ich weiß nicht, kann man das Spaß nennen? Keine Ahnung. Wir haben uns jedenfalls sehr gut verstanden und haben uns sogar irgendwann gegenseitig kleiner bzw. großer Bruder genannt. Weil, ja, wir hatten Lust dazu und ja, das ist dann irgendwann abgekackt, als er dann langsam keine Zeit mehr hatte oder nicht mehr so viel und ich halt immer wieder versucht habe, Kontakt aufzunehmen und dann irgendwann kam dieser unbegründete Kontaktabbruch, aber jetzt, dieser unbegründete Kontaktabbruch, aber jetzt gehe ich hier schon wieder zu sehr ins Private, kann ja nicht wahr sein. Und trotzdem dafür, dass wir damals uns so gut verstanden haben und ich dir wirklich alles anvertrauen konnte und durfte, dafür ein Dankeschön von mir. Auch wenn wir keinen Kontakt mehr zueinander haben, was mir, by the way, wirklich viel ausmacht, denn ich will jetzt hier nicht rumheulen, aber seitdem habe ich mich laut ein paar Gesellen ziemlich verändert und seitdem fühle ich mich auch anders. Irgendwie niedergeschlagener, nicht mehr unbedingt Selbstvertrauen, also kaum noch Selbstvertrauen und also nicht mehr so viel, sagen wir so, und irgendwas fehlt. Aber ja, trotzdem danke dafür, dass du damals für mich da warst. Kommen wir als nächstes zu einem, den ich privat kenne, ziemlich privat, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, schon seit einer ganzen Weile. Na gut, eigentlich gar nicht mal so lange, wenn man mal vergleicht. Ich habe Freunde, mit denen bin ich seit über 12 Jahren befreundet. Also,
Ja, na gut, 12 Jahre, 13 Jahre so. 13, 14, nein, nein, nicht 13, nicht, ach wo, hier 10 bis 12 Jahre so. Okay, mit ihm jetzt gerade mal 3, 4 Jahre, 4, ja, 4 müssen es sein. Ich sage nur den pa Vornamen, er heißt Paul. Ja, Paul. Genau, ein Name, den man eigentlich recht häufig hört. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein einseitiger Name ist oder so, nein, ich meine nur, man. Also, ich meine, ich kenne viele Pauls, so, das will ich damit sagen. Genau, das will ich damit sagen. Genau, ganz einfach. Ich habe mir jetzt hier nicht wirklich überlegt, was ich jetzt sage, aber vielleicht kommt jetzt auch über Bullshit raus, weil ich habe mir keine Notizen oder so gemacht. Ich habe mir eigentlich gar keine. Verdammt, das war vielleicht. Gar keine. Also, ich habe mir nur die Namen überlegt, also wen ich hier nennen werde. Und das war es dann auch schon, was ich genau sage. Spontan. Ja, einfach danke für so gut wie alles. Ich sage nicht alles, nein. Nein, das war nicht. Hust. Beispielsweise für die ganzen Grafiken, die du damals gemacht hast, das war wirklich bestimmt eine ganze Arbeit, die du da geleistet hast und es sah auch gut aus. Nur leider ist ja nie wirklich viel draus geworden. Was es angeht, wie ich es benutzt habe. Und auch so viel anderes. Das meiste kann ich einfach nicht aufzählen, weil es zu privat wird. Aber ich hätte noch mehr zu sagen, hätte ich, wirklich. Aber das meiste, das traue ich mir nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, ob das hier unbedingt reingehört. Und deshalb lasse ich das vorsichtshalber erstmal raus. Und kommen, denke mal, dann zur nächsten Person. Ja. Genau. Die nächste Person ist wieder eine, die ich nur online kenne. Ihr Name, also sein, ja, männlich. Sein Name ist. Ah, da sage ich jetzt den Vornamen oder den Online-Namen? Ich sag mal den Online-Namen, also wie ich ihn kennengelernt habe. Arde. Ja. Arde, ja. Genau du, falls du das hier siehst. Ich habe dich ja gebeten, das zu sehen, also sieh es. Und, ja. Für deine, ja, wie nenne ich das jetzt? Das ist bestimmt das falsche Wort, was ich jetzt nehme. Gutherzigkeit und Großzügigkeit vor allem. Und man merkt bei dir wirklich, du meinst es eigentlich wirklich, was heißt eigentlich, du meinst es nur gut. Zumindest kommt es so rüber. Beispielsweise diese Angebote mit der, du weißt schon, was ich meine, die kleinen Kärtchen da, wo so ein Code draufsteht und so. Schon zweimal von dir gekommen. Dann das Ganze mit dem Artwork und wie du mir geholfen hast, diese Nachricht an Inno zu schreiben. Und, ach, was weiß ich, was denn dann noch alles war. Ich kann das alles gar nicht aufzählen, aber, ja. Auf jeden Fall auch an dich. Ein Dankeschön. Und ich traue mich auch hier wieder mal nicht zu viel zu sagen. Weil ich weiß, dass du es sehen wirst und ich deshalb mich nicht traue, so viel Privates zu sagen. Beim ersten, da weiß ich, dass er das hier nicht sehen wird, deswegen brauche ich da auch keine Angst zu haben. Ja. Und weil ich ehrlich gesagt nicht möchte, dass das Video hier jetzt noch zu lang wird, denke ich mal, werde ich mich jetzt mal, weil ich sowieso die ganze Zeit nur Scheiße labere, von den Namen des, ach nicht von den Namen, von den Beschreibungen, von den Begründungen distanzieren und mal genau einfach nur die Namen sagen. Nur Namen, nur Vornamen und das reicht mir dann noch schon. Wahrscheinlich werden es die meisten davon hier auch nicht sehen, aber trotzdem werde ich sie einmal aufzählen. Ein paar habe ich mir notiert, aber nur ein paar. Nicht alle. Die anderen werde ich dann aus dem Kopf heraus sagen, falls mir da noch spontan welche einfallen. Ich könnte eigentlich all meine Freunde auflisten, aber ich glaube, das ist dann. Ich weiß nicht, ich kann jetzt hier nicht all meine Freundesnamen auflisten. Also die vom Leiden können her wirklich sehr weit oben stehen. Da bin zum einen nochmal ein Online-Kumpel oder. Ja, ein Online-Kumpel ist noch dabei. Das. Ne, zwei. Zwei. Gott, jetzt hätte ich beinahe den einen Namen überlesen hier. Zum einen ein gewisser Mensch namens
Sage ich jetzt den echten Namen? Nein, ich sage wieder nur den Spitznamen, sage ich mal. Boggy. Boggy, ja, du. Boggy, Boggy. Bogger, Bock, Boggy, Bock, Bogger, Bock, 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 Bock. Verstehst du? Ja, du gehörst auf jeden Fall dazu. Falls du wissen willst, warum. Ich meine, wir haben noch nie so viel miteinander gemacht. Hey, du, ich hab sogar nichts für dich getan oder so. Nicht viel. Und ich meine, hey, warum denn? Warum stehe ich denn bei dir so weit oben? Hey. Dann frag mich das bitte via Steam, dann kann ich dir das eventuell etwas genauer erklären. Grins. Als nächstes dastehen tut, ich sag jetzt auch nochmal den nächsten Online-Kumpel. Das ist dann der liebe, sage ich sag wieder einen Online-Namen, Schartox. Ich werde dir dieses Video auch schicken oder geschickt haben. Hoffe ich, denke ich mal, ich weiß es nicht. Und auch hier lasse ich jetzt, wie gesagt, bei all denen jetzt mal die Begründung weg, weil ich sag mal, alles, das, ich kann es nicht erklären, warum, aber ich glaube, also, es ist einfach so. Es ist einfach so. Ja? Und das wird auch so bleiben. Also auf jeden Fall auch an ihn, den lieben Chartox. So, jetzt kommen wir mal zu den Real-Life-Freunden. Ich werde jetzt nur ein paar aufzählen. Wie gesagt, nur die, die an der Spitze stehen. Nicht zu viele. Und ich möchte, falls das jetzt hier andere sehen, auch nicht, dass sie es falsch verstehen. Ihr seid schon sehr gute Freunde von mir, aber es gibt halt welche, die ich wirklich als meine besten Freunde bezeichnen kann. Da haben wir zum einen den lieben kleinen Toni. Ja, du Sack. Ohne dich wäre mein Spitzname nie entstanden, weißt du das? Das ist jetzt nicht der Grund, warum du so weit oben stehst, aber es ist trotzdem so. Du hast mich ja früher Juju genannt, dadurch ist mein YouTube-Name entstanden. Ja, und dann war mir das einfach zu blöd. Also, es klang mir zu kleinlich irgendwie. Und deshalb habe ich dann halt das Ju draus gemacht. Und ja, aber hättest du mich damals nicht so genannt und so lustig rumgesponnen, wie wir es ja alle gern mal tun, dann wäre auch der Name nicht entstanden. Aber jetzt gehe ich hier schon wieder zu sehr in die Begründung rein. Kann doch nicht wahr sein. So, als nächstes haben wir den Kevin, den Ultra-Verrückten, wenn ich dich mal so nennen darf. Aber ich glaube, das sind wir doch wirklich alle. Besonders wir drei. Ja, stimmt's? Ne? Kevin. Ja, das sind wir. Wir sind dumm und verrückt, wenn ich das mal so sagen kann. Und ja, ich glaube, das ist so. So, dann haben wir hier noch Thomas und Chris und komm, fickt euch. Ich nenne einfach jetzt nicht mehr alle Namen hier. Ich sag jetzt einfach direkt mein MW3-Clan. Nein, nicht mein MW3-Clan, sondern der MW3-Clan, in dem ich bin. Auch an euch. Danke, ihr. Ich weiß nicht, ihr versüßt mir öfters meine Freizeit. Auch wenn sich der Willi dann immer nur durchgängig über mich aufregen kann. Also was anderes höre ich ja von dir eigentlich nicht, Willi. Stimmt's? Also, jetzt ganz ehrlich. Was anderes höre ich eigentlich nicht von dir über mich. Außer ständiges Aufregen. Aber ja, und übrigens, Willi, ja, ich gehe gleich schlafen. Da brauchst du gar nicht wieder anfangen. Ich gehe gleich, keine Sorge. Ja. Manuel. Chris. Du Sack. Thomas. Max. Hab ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht, scheiße. Ja. Und mir wird es jetzt auch langsam zu blöd, hier alle Namen aufzuzählen. Ich kann ja noch. Ach ja, natürlich. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Anni. Ne? Anni. Du wirst das hier zwar höchstwahrscheinlich nicht sehen, aber falls es doch irgendwie dazu kommen sollte. Ich denke dran, dass mir das da kürzlich, ne, immer noch leid tut, aber tja. Wie soll ich sagen? So ist es nun mal. Ich hätte was dagegen tun können, habe ich aber nicht und ja, dann ist es
halt Kacke, ne? Und wirklich, anstatt hier jetzt noch mehr Namen aufzuzählen, das waren jetzt erstmal ein paar von der Spitze und ich würde sagen, war es halt jetzt auch erstmal. Ja, ne? Wir sehen uns dann bei irgendeinem späteren Video oder so. Und ihr, ich weiß nicht mehr, wie viele ich jetzt aufgezählt habe, aber ihr auf jeden Fall seid mit an der Spitze. Aber es gibt noch weitere da oben. Aber es war mir jetzt zu blöd hier. Es war mir nicht zu blöd, euren Namen aufzuzählen. Nein, keine Sorge. Aber es wäre mir jetzt zu blöd gewesen, wenn ich jetzt. Na, wie soll ich das sagen? Wenn ich jetzt wieder irgendwas sage, was nicht ganz so ist, wie ich sagen will, dann versteht man das wieder falsch und deshalb sage ich lieber gar nichts mehr. Und tschüss. Moment, das möchte ich nur machen.